Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Was? Alter Schwede. So, jetzt aber, jetzt können wir echt mal langsam mal wieder abspeichern. Enektoxen zertrittend aller Indie es Bio Basner Bestig Jekten Verte muss vorstimmen, den geben sie Probe in den Nekrexin Behälter. Okay, gut. Kommen wir hier auch weiter? Verdammt, jetzt kann man nichts machen. Okay. Das ist die Brücke, ne? Vielleicht funktioniert er noch. Ethan. Oh. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Sind wir das? Ich weiß es nicht. Leg eine Hand! Hör auf, Evelyn! Also, verdammte Halluzination. Wo ist sie? Ja, eine Halluzination war das bestimmt nicht. Ansonsten wäre doch jetzt das Ding weg. Schießpulver. Hä? Warum kann ich die denn? Ah, jetzt geht's. Immerhin 10 Schuss, ne? Also.
Bombe mit Fernzünder. Nein. Und ne, da ist dicke Wumme, dicke Wumme. Oh, Karte des Schiffs. Kreuzschlüssel. Wofür auch immer. Ich denke mal nicht, dass der... Gut, müssen wir uns merken. Bei der Brücke. Sollen wir mal ausprobieren? Wünscht mir Glück, dass das funktioniert. Natürlich nicht. Warum denn auch? Hat aber gut zerlegt, oder? Also kann man wirklich nur runterspringen. Ah, und jetzt habe ich keine Chemikalien mehr, da war so klar.
Nein, 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 nein. Nein, das Vieh ist ja immer noch da. Glück gehabt. Jetzt haben wir keine Waffe mehr. Nicht eine einzige. Okay, für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen auf meiner Koje. Ich war schon halb am Schlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, der eine der Ingenieure, kam rein und sagte, dass etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung? Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Wachraum, um nachzusehen und sah, wie Clark vor einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große haiähnliche Zehe schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei meiner Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Tja, Giovanni. Ja. Wenn du wenigstens was Tolles noch hättest. Pistolenmunition, ich liebe dich, Digga. Kann man hier nichts abmachen? Liebe Janet, wie geht's dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffes zu reisen. Das müsste echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Na supi, da drüben kommen wir nicht rein. Ah, ich habe Kacke gebaut. Haben wir hier noch was? Ach, kack doch nicht so rum. Waren wir schon, ne? Verdammt!
Okay, geht nur so. Hier unten können wir also nichts mehr machen. Ups. Entschuldigung. Das gibt's doch nicht. Ich hätte echt die Dinger nicht machen dürfen, wa? Verdammt. So geht's weiter. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Sie brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2. Aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Okay. Ach, wir können hoch, oder? Gehen wir erstmal hoch. Was? 16 Jahre seit dem Alter von Raccoon City. Leiden die Überlebenden. Okay. Wo bin ich hier, Gott verdammt? Warum gehen die Türen? Ich bin echt verwirrt, was die... Ach, hier waren wir ja eben, ne? Ist schwer zu sagen, wie rum ein Bild sein muss. Aber bei dem würde ich sagen, so. Ach, da sieht man es doch. Grün. Der Fleck muss so. Ha, geht doch. Ätzmittel, Hammer.
Wow. Bräuchten wir doch gar nicht hier. Ah, verdammt. Eine Bombe? Ich sehe da ja nicht, was da noch ist. Leiter, bla bla bla. Achso, kennen wir. Pistolenmunition. Langsam wird es auf jeden Fall besser hier. Na, bringt nur nichts, ne? Ne. Moment, jetzt gehen wir nochmal hoch und gucken wir mal, das war da hinten. Genau, hier ist die Krankenstation. Aber warum geht der... Hä? Mach auf! Na gut. Gott, wie soll man das denn hier machen? Komm schon, komm schon. Thank you.
Oh, schnell weg hier. Komm. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ich denke mal herabsteigen. Ah, okay. Kein Thema, ich weiß Bescheid. Komm, lass mich, lass mich. Aber wo kriegen wir Überlebensmesser? Blöde Drecksau. Komm, jetzt müssen wir erstmal echt überall gucken noch. Haben wir hier noch einen Raum, wo wir nicht reinkommen? Ja. Geht doch. Bombe, Bombe. Kapitänskajüte. Moment, Kapitänshütte. Wo haben wir die denn? Ich glaube ganz oben, oder? Wir sind auf der 2. Fahren wir mal zur 4 hoch. Und gucken wir mal, was uns hier noch fehlt. Der blöde Schacht. Kabine. Ups. Nee, hier lang. Ah, das ist cool. Das gibt's doch nicht, oder? Ernsthaft?
Gut, dann nochmal. So, das kam hier hin. So, diesmal machen wir es aber so. Das war's wohl, wa? Ja, mal alles, oder? Ja. Freizeitraum auf 1. Okay. Hier fehlen uns auch noch Punkte? Hier sind wir, stimmt. Mehr Objekte, Erzmittel, Maschinengewehr, Kraut und Bömmchen. Ich hoffe mal, passt jetzt so. Ich hoffe jetzt einfach mal. Okay. Dann ab ins unterste Stockwerk.
Willen. Wo bist du nur? Ich habe hier echt ein dumpfes Gefühl. Wir finden hier so viel Munition. 250 ist ja nicht. Oh, krasser Scheiß. Oh, noch ein Bömmchen. Wie viele haben wir denn jetzt? 8 Stück? Nochmal 70 Schuss Maschinengewehr. Ups. Ein dicker Fehler. Wo kommst du denn schon wieder her? Geschafft. Für die blöde Münze jetzt, ernsthaft. Gut. Versuchen wir es nochmal. Ethan. Ethan. Wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur...
Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Evelyn, das. Lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Die steht doch hinter dir. Mia! Nein! Jetzt fangen wir wieder bei Null an. Ich gehe kaputt. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Wo sind wir? Alles deine Schuld? Echt irritierend ein bisschen, oder? Oh, tote Fische. Der Hubschrauber. Na, ist bestimmt Umbrella. Toll, keine Waffe hier. Oh. Abercrombie Salzbergwerk South Dalvi. 18. Februar 1892. Oh, und das Spiel 2014, ne? Ja. Es gab einen Einsturz in der Patterson-Mine. Tuan und Backford sind tot und Huxley wird nie mehr eigenständig laufen können. Der alte Stan hatte recht, der Boden hier ist zu instabil. 19. Februar 92. Die Firma wird uns keinen Ersatz schicken. Sie wollen, dass wir stattdessen Zusatzschichten schieben.
Ich kann es gar nicht abwarten, wieder nach Hause zu gehen. Tja, scheiß Zusatzschichten. Oh. Stonikum. Warte mal hier. Beobachten Sie uns von diesem Hubschrauber aus? Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Evelyn? Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Okay. Sie haben Mias Objekte. Oh, wir haben Mias Objekte jetzt auch. Hm. So, Maschinengewehrmunition. Aber nur 20? Ja, die brauchen wir bestimmt nicht. Überlebensmesser auf jeden Fall. Die Bomben auch. Maschinengewehr, jammer sie doch. Ah, nehmen wir die Flinte jetzt überhaupt auch noch mit? Ist jetzt echt schwer zu entscheiden. Das so, das kam hier hin, das Messer war oben, so, ne? Haben wir nicht noch Munition? Da. Komm. Das muss jetzt so erstmal reichen. Mal abspeichern. Gut. Mal kurz auf die Uhr gucken. Na, wir liegen schon bei fast 3 Stunden. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Euch sage ich Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge.